Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich für dich finnischen Whisky dabei, und zwar der Kyrö Malt Rye Whisky oder Kyrö, wie es ausgesprochen wird. Roggenwhisky aus Finnland. Ist es spannend oder nicht? Ich werde ihn mal unter die Lupe nehmen und euch ein bisschen was dazu erzählen. Also viel Spaß dabei. Kyrö Malt Rye Whisky. Ich entschuldige mich schon vorab für alle Zungenbrecher, die ich heute haben werde. Kyrö Malt, schreiben Sie drauf, drüber steht Malt Rye Whisky. Ist ein bisschen verwirrend, finde ich so, wenn man so klassisch Scotch kennt, weil Malt Rye, was ist das jetzt, Malz oder Rye? Damit ist eigentlich umgangssprachlich einfach nur also Roggen von der Gruppe genannt. Ja, es ist jetzt keine gemälzte Gerste mit Roggen versehen, sondern es ist einfach Roggenwhisky. Ja. Ich glaube, sie müssen das auch irgendwann wegmachen. Ich weiß nicht, da gab es irgendwie ein paar Informationen zu. Aber Roggen Rye Whisky ist ja so ein bisschen im Kommen. Es gibt ja quasi die ein oder andere Brennerei auch in Deutschland, hier in Europa, wo ein bisschen was passiert. Ich fand das Produkt ganz spannend. Ich war nämlich auf dem Kyrö-Tasting und da werde ich ein bisschen mal was zu erzählen. Vorab muss ich oder möchte ich einfach auch Transparenz schaffen. Mir wurden die Produkte wiedergestellt. Ja, ich wurde zum Tasting eingeladen. Mir wurden die Flaschen geschickt und ihr kennt mich, ich werde es nicht alleine trinken. Das heißt, so eine Box hier sind zwei Stück. Eine gebe ich ab, bekommt ihr. Ja. Jemand, der Bock hat, ihr kennt es schon. Ich werde aber später nochmal genau erklären, wie es geht. Könnt ihr eine Flasche bekommen. Ja. Eine Flasche Kyrö Malt Rye Roggen. Sozusagen eine Flasche würde ich euch schicken. Die wurde mir extra dafür zur Verfügung gestellt. Wie findet ihr wieder alles in den Details unten in den Shownotes, sozusagen unter dem Video, und ich werde es euch nochmal erklären. Ich war aber in dem Tasting, wie gesagt, und in diesem Tasting, das war wirklich sehr spannend, weil auch zwei Gründer, also der Witz ist, finnischer Whisky, wie kommt man da drauf? Ja, und da ist ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, so ein Push in den Markt, weil das der erste finnische Whisky von Kyrö ist, mit dem sie sagen wollen, hier in Europa, hey, guck mal, das können wir produzieren. Und Deutschland scheint ein bisschen so, ja, der Startmarkt zu sein. Also wir sind die Ersten, die da Spaß haben dürfen und das probieren können. Und so ist es, dass der Mikko, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, einer der Gründer, jetzt nach Berlin gezogen ist. Und der war auch beim Tasting Live dabei. Also natürlich mit den Ambassadoren, die dabei sind. Und aus Finnland selbst, der, ich sag mal, Brauer und Brennmeister Kalle, der das macht, und der kommt so ein bisschen von der Bierbrau-Geschichte. Und das finde ich ganz interessant, weil meine Erfahrung ist oft, wenn jemand Bier macht, kennt er sich mit dem Getreide aus, weiß, was er macht und fängt dann an, ja, irgendwie schöne Destillate herzustellen, die auch in Fässern irgendwie was Tolles rausbringen. Und wir hatten im Tasting, bevor ich jetzt hier zu dem Produkt was sage, hatten wir einmal den New Make verkostet, den kann man wohl auch kaufen. Ist ein klassischer New Make, der eher brotiger, teigiger ist, mit einer gewissen Frucht. Ganz interessant, danach hatten wir das Produkt sozusagen hier verkostet, sozusagen das Flagship, der erste junge Malt, der wirklich auf dem Markt ist. Und ansonsten sind das nur so Distillery-only Single Cast, die sie hatten. Ein Oloroso-Fass gereiften Roggen, ist quasi immer Roggenwhisky, und hier einmal geräucherter Roggen. Und ob das jetzt, das muss jeder für sich entscheiden. Der finnische Roggen scheint wohl sehr stark und kräftig zu sein. Das heißt, es gibt da auch so ein spezielles finnisches Schwarzbrot. Wo, wenn hier irgendjemand Finne ist und zuschaut, schreibt doch mal drunter, was dieses Brot alles kann. Ich werde jetzt keine Finnland-Erklärung machen. Aber es scheint natürlich so, dass sie sehr stolz auf ihren Roggen oder ihre Roggenbrote sind. Klar, wir in Deutschland stellen auch viele Roggenprodukte her und Brot. Von daher finde ich das aber ganz schön, dass es anscheinend so ein bisschen Brau-Roggenherkunft, das ist so ein bisschen die, ja, die Ressourcequelle, die sie haben. Sie nehmen nur finnischen Roggen, ja, also keinen zugekauften jetzt irgendwie aus Europa. Brennen oder stellen das Bier her, sozusagen ohne Malz, destillieren, alles genau gleich. Sie haben jetzt gewechselt, also das scheint wohl ein Produkt zu sein, was sie natürlich bei der Gründung 2014 und so weiter angefangen haben. Der Whisky ist relativ jung, 4-5 Jahre. Und das ist auch das, wo sie erstmal bleiben wollen, haben sie gesagt. Die Produkte sollen nicht super alt werden, weil sie sagen, von dem Roggen, wollen einen jungen,
gut schmeckenden Whisky herstellen. Ja, 47,2 Volumenprozent ist da abgefüllt, 500 Milliliter und ist halt ein Roggenfass gereifter Whisky. Verschiedene Anteile, auch von Oloroso-Fässern und Bourbon-Fässern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber dem Tasting haben sie uns da schön durchgeführt. Man konnte mit so einer App bewerten, wie die Produkte sind. Und es hat echt schön Anklang gefunden. Und deswegen stelle ich euch den heute auch vor. Weil ich habe ja gesagt, ich stelle nur vor, was mir schmeckt. Und ihr werdet ein bisschen erzählen, was mir daran so gut schmeckt. Oder ob er mir gut schmeckt. Na gut, ich habe es ein bisschen gespoilert. Er schmeckt mir auf jeden Fall. Ich werde ihn mir einchecken, dann noch ein bisschen was dazu sagen, verschmecken, verriechen. Und euch mal auf die Reise mitnehmen. Vielleicht noch ein bisschen was über die Brennerei gleich erzählen. Die haben nämlich noch eine ganz witzige Geschichte. Das sieht man dann noch hier auf dem Flyer. Ich spoil das mal an. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Nein, aber mehr dazu gleich. Zur Idee vielleicht noch, wie die Brennerei entstanden ist. Es ist natürlich auch so eine Mischung, denke ich mal, aus Marketing, wenn man ganz ehrlich ist, als auch das, wie es entstanden ist. Also es gibt ein Video, das müsst ihr euch angucken auf der Webseite, meiner Meinung nach ein Kracher. Sie haben quasi so einen One-Take-Shot gemacht, wie die Erfindung dieses Whiskys ist oder so ein bisschen die Idee, was passiert ist. So ein Werbetrailer, der echt gut gemacht ist. Die Idee ist nämlich, dass sie natürlich Finnland, Sauna und in der Sauna quasi entstanden ist, die Idee, ach komm, wir machen jetzt eine Brennerei auf und gesagt, getan. Und im Whisky rennt er dann, der eine Gründer, sag ich mal so, unbekleidet aus der Sauna raus und rennt so durchs Feld und im Hintergrund passiert immer was. Also, finde ich super gemacht. Also, Marketingtechnik, so auch so vom Design, haben sie es wirklich drauf. Da haben sie, kaufen sie auch zu, klar, aber da scheinen sie irgendeinen Designer dran zu haben. Also mich spricht das Design an, auch so klassisch, dass man diese Boxen so drehen kann, hinten so diese Flavor Profiles, in welche Richtung sie gehen sollen und so weiter. Also finde ich schön gemacht. Aber jetzt natürlich Roggenwhisky, was erwartet uns? Ne? Es ist natürlich kein Scotch, es ist kein Schotte, klassisch. Ich finde ja, Roggenwhiskys haben manchmal was ein bisschen was von Bourbon, aber mal schauen, wie es jetzt bei dem ist. In der Nase kommt natürlich erstmal so eine untypische Note daher. Das ist ein bisschen süßlich. Ich finde, der Roggen hat immer so eine sehr süße Nase. Und dann kommt auch gleich ja, der Roggen selbst. Also so wie man bei manchen Scotch-Whiskys so das Malz rauskriegt, ja, und sagt, das ist ein sehr malziger Whisky, würde ich sagen, ist das hier so dieser sehr roggentypische Whisky. Und das, was ich manchmal hatte, dass ein Roggen oder ein Rye so ein bisschen so ein amerikanischer Bourbon auch so ein paar Ähnlichkeiten hatte, würde ich jetzt von der Nase erstmal total wegstreichen. Hier ist kein Kleber. Gut, hat auch nicht jeder Bourbon, aber so diese ganz typische Bourbon-Note, die ich oft damit assoziiere, wenn ich Rye auch probiere, die hat er erstmal gar nicht. Ist eher ein bisschen fruchtiger auch. Ja. Süße, leichtes Holz. Viel von dem Roggen. Und vielleicht so einen strohigen Touch noch. Also sehr, ich sag mal, simpel, aber sehr intensiv. Also die Aromen, die da rauskommen, sind echt intensiv. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist total leicht. Nein, dieses Roggen, 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 bisschen Holz, bisschen Stroh, diese sehr extreme Süße, leicht. Ja, so, wie sagt man, Maple, so Sirup aus Kanada. Wie heißt das? Gleich komme ich drauf. Ahornsirup. Ja, so eine Ahornsirup-Süße. Also das ist die Nase. Mal schauen, was er im Mund macht. Wie gesagt, 47,2 Volumenprozente. Auch komisch, ja? Wie, also so diese 0,2 Volumenprozente, da hat man sich, glaube ich, einen Spaß gemacht. Also, ich wüsste nicht. Skoll? Skoll? Ist es Skoll? Nein, Skoll ist was anderes, ne? Das sagt man in Finnland. Ich sag Prost, Slange, ne? Auf euch. Und hier kommt jetzt gleich diese Süße, Holz, der Roggen,
Dann kommt wieder mehr das Holz, kommt so ein erdiger Charakter dadurch. Dann hinten raus sowas gummiartiges, so ein bisschen. So Weingummi fast schon. Aber es schwingt ständig, sage ich mal, so eine Roggensüße mit. Man merkt schon, also da ist echt viel da. Viel Kraft. 47,2% lässt sich gut trinken. Hat ein volles Mundgefühl. Auch wieder süß, süß, süß. Dann kommt das, der Roggen. Wird jetzt sehr trocken. Ein bisschen leichte Früchte, obwohl es auch mehr Holzwürze ist. Getreidig. Ja. Es ist nicht so eine Fruchtsüße, finde ich, die da rauskommt. Es ist eher so eine Vanillesüße, eine Ahornsirupsüße, so eine zuckrige Süße. Gepaart mit diesen Holzaromen, die man vielleicht auch teilweise aus dem Scotch kennt. Und süffig. Ich wollte schon wieder nippen. Mein Fazit zu diesem Kyro Roggen Malt Whisky. Ja, es ist Roggen Whisky und hier kommt so für mich so ein bisschen der Disclaimer auch. Wer noch keinen Roggen probiert hat, also keinen Roggen Whisky, und ihr geht jetzt mit einer Erwartung von einem Scotch ran, ihr werdet überrascht sein, das ist anders. Das Schöne ist, ich hatte jetzt mehrere Roggen Whiskys auch. Ich hatte ja von ein paar deutschen Brennereien Roggenwhiskys probiert. Ich meine, ich hatte von Nine Springs einen im Glas. Ja doch, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist natürlich so ein ganz anderer Charakter, süßlich, man muss es mögen. Und ich glaube, hier wird man wirklich das, was ich damit sagen will, wer Scotch trinkt und sagt, ich bin fast nur Scotch-Trinker und trinkt das, der wird erstmal sagen, das ist irgendwie komisch, das ist anders, bah, will ich nicht oder so, vielleicht. Ja. Der eine oder andere geht offener dagegen, sagt, oh, interessant, oder wer Roggen mag. Es gibt ja einige in Deutschland, die sagen, wow, Roggen ist das Ding auch. Also jetzt nicht nur Brennereien, sondern auch in der Community sehe ich immer wieder Leute, die von Roggenwhiskys begeistert sind. Ja. Und ich kann das nachvollziehen, das ist mal was ganz anderes. Das ist für mich aber so eine Kategorie, es gibt den Scotch, es gibt den Bourbon Whisky, es gibt für mich jetzt den Roggen Whisky, ja. Und es gibt dann halt auch die Iren, obwohl die Iren mehr am Schotten liegen. Ja, dann gibt es die deutschen Whiskys, die sind sehr breit gestreut. Da gibt es ein paar, die ordnen sich meiner Meinung nach immer beim Bourbon ein. Einige beim Scotch und eine bei dem Deutschen, wo der eine oder andere sagt, das ist ein Obstler. Ja. Auch die gibt es. Und hier würde ich sagen, das ist halt vom Roggen, hier kommt halt so eine extreme Süße. Also wer auf extrem süße Whiskys steht, der könnte sagen, jo, das finde ich interessant. Ich glaube, jemand, der sehr viel Ex-Bourbon-Fass trinkt und eher so das gesetzte, ruhige, alte mag, der wird mit dem Ding nicht glücklich. Das ist so meine ehrliche Meinung. Ich finde es sehr spannend. Ich finde es schön. Und einer wird ja mal die Möglichkeit haben, hier eine Pulle zu probieren. Vielleicht macht er sie auch auf und gibt gerade wieder anderen Leuten was weiter. Also ich habe ja gesagt, eine Flasche gebe ich ab zum Gewinn. Da müsst ihr sagen, sag mal, nein, schreibt bitte einfach in die Kommentare hier in dem YouTube-Video, dass ihr Interesse habt, bei der Verlosung teilzunehmen, damit das ersichtlich ist. Weil wenn ich das nicht rauslesen kann, dann wird sozusagen die Möglichkeit verfallen. Ich mache das dann wieder in der Liste, wähle einen aus per Zufall und der kriegt die Flasche zugeschickt. So wie ich es letztens gemacht hatte. Ich hoffe, das ist okay. Das ist so ein bisschen ein kleines Goodie, das ich an euch geben kann. Ich kriege ein bisschen Content, ihr kriegt ein bisschen was zum Probieren. Ich denke, die Brennerei Kyrö hat auch was davon, weil man sie nicht kennt. Ich glaube, da sind alle glücklich. Ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, probiert's mal, ja, wenn ihr in die Gelegenheit kommt. Kann man nichts falsch machen. Gerade wenn man auf Exoten steht. Ich will schon immer, also süffig ist das Ding. Von daher, ich hoffe, ihr hattet mal einen spannenden Einblick. Alle Details zu dem Gewinnspiel findet ihr dann wieder in den Kommentaren. Es ist eigentlich unabhängig von mir sozusagen. Ich habe die Produkte bekommen, um sie weiterzugeben. Und eine Flasche könnt ihr bekommen. Damit lasse ich stehen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir Kommentare da lässt, auch ob euch sowas gefällt oder ob ihr sagt, nee, lass mal sein. Trink einfach nur das, was du hast. Mache ich ja auch weiterhin.
Aber so kriege ich natürlich auch immer mal wieder ein spannendes Produkt, was ich mir nicht kaufen würde. Bin ich auch ganz offen. Ich hätte den hier jetzt nicht gekauft, obwohl ich schon andere finnische Whiskys probiert habe. Ja, gibt's ja mehr. Oder Schweden und also Skandinavien. Norwegen hatte ich noch nicht im Glas. Die sind wohl sehr scharf, habe ich gehört, oder sehr teuer auch. Also von daher mal schauen, was da noch so an den Skandinaviern reinkommt. Bisher sehr interessante Produkte, die ich probieren durfte, auch hier wieder. Und ich freue mich, wie gesagt, über jeden Kommentar. Lasst mich wissen, wenn ihr ihn auch schon probiert habt, wie ihr ihn fandet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.